Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trainsymbol 2 Video hier auf der Tees Valley Line. Heute kümmere ich mich um das nächste Szenario, das 10. insgesamt mit den ganzen Zug-Add-ons, nämlich Chopperwechsel, wobei Chopperwechsel glaube ich sogar noch vom Schaden-MWC glaube ich sogar ist. Ein aus Leckenbei abgefahrener Zug meldet Probleme mit einigen seiner Wagen. Er wird im Tees Rangierbahnhof halten, damit die Wagen abgekoppelt werden können, bevor er seine Reise fortsetzt. 4050 Punkte für die Goldmedaille, 30 Minuten soll das Ganze dauern, 2 von 5 Schwierigkeit, die wir haben. Wir fahren wieder mit der Class 20, beziehungsweise Class 2-0. Und das Ganze im Thornaby Depot am 3.7.2021 um 14.10 Uhr. Willkommen im Thornaby Depot. Wir haben vor einem Zug gehört, der nach Abfahrt in den Leckenbei Probleme mit den Wagen hat. Die defekten Wagen müssen abgekoppelt werden, bevor der Zug weiterfahren kann. Nehmen Sie die Class 20, die gerade aufgetankt wurde, fahren Sie los und treffen Sie den Zug. Sobald er da ist, bringen Sie die defekten Wagen zurück zur Reparaturwerkstatt. Da wollen wir hier einsteigen. Und uns hier hinsetzen. Gut, jetzt Rangierfahrt wieder mal, also von daher würde ich jetzt keine Zugserie jetzt hier aktivieren. Jetzt bin ich auf vorwärts. Zugbremse aufladen und lösen, besser gesagt. Dieser Rangierbahnhof verfügt über manuell betätigte Weichen. Überprüfen Sie alle erforderlichen Weichen und stellen Sie sie so ein, dass Sie den angegebenen Ort erreichen. Wenn Sie auf den defekten Zug treffen wollen, begeben Sie sich zuerst zum Wagenreparatur-Nebengleis und warten Sie auf dessen Ankunft. Ja, wo das ist, ist noch unbekannt, das ist toll. Ich sollte vielleicht nochmal die Lokomotivbremse lösen. Hallo, dankeschön. Wagenreparatur-Nebengleis. Die Weiche steht ja mehr oder weniger. Und der Rest ja eigentlich auch. Also eigentlich reicht das ja eigentlich. Kann ich erfahren. Den bauen wir mal. Geht ja fix hier los. 20 Miles Dauer oder 25. Noch. Ich vergesse es jedes Mal einzustellen. Also ich vergesse jedes Mal es zu bestätigen, wenn ich von dem metrischen System zum imperialen wechseln möchte. Einfach sie jetzt mal zu speichern, das wollte ich damit sagen. Mal langsam rein. Wahrscheinlich muss ich hinter der Weiche halten, oder? Würde Sinn ergeben. Warten Sie hier, bis der Zug zum Rangierbahnhof, im Rangierbahnhof ankommt. Jetzt fällt hier noch eine Class 20 RF rein. Ist es vielleicht sogar die, die Probleme hat? Durchaus möglich.
Ja, das scheint sie gewesen zu sein. Das heißt, da dürfte jetzt auch die Weiche umgestellt sein. Also müsste ich ja prinzipiell einfach jetzt rückwärts fahren können. Also richtig. Gut, hier ist keine. Warum ist hier keine Weiche? Nun gut, dann Rückwärtsgang und Abfahrt. Dann kommen wir mal hinten an. Hallo? Rückwärtsgang übersprungen. Ich habe ja noch die Bremse angelegt. Die zu lösen wäre schon empfehlenswert. Da wird man zumindest besser vorankommen. Würde ich mal so frech behaupten. Einbremsen, damit ich nicht zu schnell fahre. Ich soll direkt an den Zug mit Wagen ankoppeln, okay? Ich auch mal ein bisschen früher zu stoppen, weil ich dann langsamer wieder reinkomme, ran. Ja, oder ich fahre einfach direkt ran. Sehr schön. Die defekten Wagen sind die Nummer 7 und 8 im Zugverband. Kuppeln Sie zwischen 6 und 7 und rangieren Sie die Wagen zur Wagenreparaturwerkstatt. So, die vorderen 6 Wagen abkuppeln. Das wäre dann einmal hier. Und dann halte ich jetzt beim Wagenreparatur Nebengleis, nachdem ich eingestiegen bin wieder. Dann wieder den Vorwärtsgang bremsen lösen. Jetzt schaue ich mal nochmal nach, wo ich jetzt hier halte. Ich halte wieder genau da, wo ich zuvor auch war. Alles klar, wunderbar. Dann brauche ich einfach nur loszufahren. Vielleicht nicht ganz so ruckartig, wäre gut. So dass es möglichst im grünen Bereich ist. Rollt auch eine Class Zero 8 mit ein paar leeren Rungenwagen umher. Wollte mal noch mal irgendwie mich mal irgendwann informieren, ab wann auf britischen Strecken oder auch allgemein auf anderen Strecken, wo es ein hohes Makrofon gibt und ein tiefes Makrofon, wann welches genutzt wird. Man muss immer so ein bisschen das Game upsteppen, ne? Also das wäre so einer der nächsten Steps. War ein etwas kleinerer, aber
Ein Step ist ein Step, würde ich sagen. Sehr, sehr schön, nochmal 500 Punkte fürs Halten. Jetzt geht's zurück zum Wagenreparatur, zur Wagenreparaturwerkstatt. Die da ist. War das der richtige Weichenhebel? Das ist eigentlich irrelevant, weil. Das müsste jetzt passen. Boah, ist nächstes Mal. Danke, Sonne. Dann hier entlang. Das dürfte eigentlich passen. Dann geht's jetzt mit gelösten Bremsen wieder in den Rückwärtsgang. Und dann erstmal komplett blind. Okay. Ich gebe jetzt zu viel Leistung. Dann geht es jetzt Richtung Wagenreparaturwerkstatt. Wunderbar. Das ist eine super Position, wir den Zucker beim Wegfahren so einzuschauen. Ist wahrscheinlich auch leer. Mal kurz hier rüber, vielleicht ist dann die Vorbeifahrt auch angenehmer. Nicht zu schnell? Ne, noch nicht. Gut, dann roll ich einfach mit der Geschwindigkeit hin. Okay, ich habe jetzt das Gefühl. Können diesen Nebengleis, alles klar. Prinzipiell gesehen. Das sah halt jetzt doch so ein bisschen aus. Von der Perspektive sieht es so aus, als ob es da hinten ein Gebäude ist. Wo ich also viel, viel früher anhalten muss. Was auch so ist. Ja. Und da das Ding wahrscheinlich nicht aufgeht, ich befürchte es zumindest, muss ich wahrscheinlich sogar ein bisschen früher halten als geplant. Vorausgesetzt, es geht nicht auf, ne? Also wenn das, hier, das Tor hier aufgeht, dann wäre das wieder was anderes. Aber ich vermute mal eher, dass es aufgeht, weil die müsste repariert werden. Oder ich muss halt enorm früh hier halten. Was dann auch langsam jetzt schon anfangen würde, dass ich bremsen müsste. Ein bisschen schwer abzuschätzen. Ich kann mich hier nur an dem Schatten orientieren. Boah. Natürlich noch nicht weit genug. Wer hätte es gedacht?
Irgendwie finde ich, der alte Punkt hätte weiter vorne gesetzt werden müssen, weil ich bekomme jetzt wenig Punkte, wenn ich jetzt hier halte. Hoppla. Aber scheinbar kann man auch reinfahren. Wie viele Punkte habe ich bekommen? 500, okay. Und meine volle Punktzahl. Ja gut, dann steige ich mal aus. Das Tor ist schon auf. Das sieht nur so aus, als ob ich da reingefahren bin. Dann entkoppeln wir mal die zwei defekten Wagen. Und bringen das andere Gespann dann wieder an den anderen Zug ran. Damit dieser seine Reise fortsetzen kann. Mit zwei Wagen weniger, aber er soll sie wieder fortsetzen. Wir können die Reise erstmal wieder die Bremse lösen. Und Leistung geben. Und dann wird wieder auf dem Nebengleis gehalten. Allzu schnell werden dabei. Und dann wird jetzt gleich wieder beim Nebengleis, wie gesagt, mal gehalten. Ja, einmal noch halten, dann nochmal halten, dann sind das 1000 Punkte. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die restlichen 400 herbekommen soll. Wenn ich ehrlich bin. Ich bin mal gespannt, ob es noch eine Goldmedaille wird oder nicht. Ich habe eigentlich wieder halten, ankuppeln und abkuppeln. Ich würde fast sagen, ich habe eigentlich relativ gut gehalten bisher. Und natürlich halt auch noch nebenbei dann gucken, wie fern das Makrofon genutzt wird bei was auch immer für Dinge da so, ne? Beispielsweise bei in, das müsste Thailand gewesen sein. In Thailand wird relativ häufig, allerdings liegt das halt auch auf. Naja, das ist halt anderes Land, andere Begebenheiten. Da ist halt die Infrastruktur halt auch eher so, dass sie halt wirklich komplett an Wohnungen vorbeigeht, die nicht abgegrenzt, also das Schienennetz ist nicht abgegrenzt von den anderen öffentlichen Bereichen. Da ist es dann klar, dass dann da in irgendeiner Form vermehrt gehupt wird. So, sitzt hier noch alles. Perfekt, hier sitzt noch alles. Dann kannst du wieder zurückgehen. Rückwärtsgang, Bremsen lösen. Und wieder Leistung geben, damit ich am Zug mit den anderen kaputten Wagen ankoppeln kann.
Weil auf der anderen Seite sieht man jetzt mehr. Denke ich mal. Ja, ist ja eine Linkskurve. Sieht ja halt auch schon nice aus, so wie man so sieht, wie die Wagen so einzeln vor sich hin wackeln. Sehr schön, nicht zu schnell unterwegs. Ist auch im richtigen Gleis perfekt. Das andere wäre jetzt ungünstig gewesen. Das ist die Frage, ab wann halte ich, ab wann fange ich an zu bremsen? Ich würde sagen, ab hier fange ich mit den Bremsen an. Es war scheinbar sogar noch viel zu früh. Anders weiß ich aber gar nicht den Schatten von den anderen Waggons. Warum auch immer. Wir müssen auch einen Schatten werfen. Oder kommt er erst noch? Schatten ist ja da. Aber nicht hier aus der Perspektive. Da ist er. Da beginnt der Schatten. Dann jetzt reinbremsen. Passt das? Das hat ja sogar perfekt gepasst. Perfekt. Dann steigen wir mal aus und laufen wir und gucken das Ganze wieder an. Perfekt, gute Arbeit. Jetzt müssen Sie die Lokomotive nur noch in das Betriebswerk zurückbringen, damit dieser Zug seine Reise fortsetzen kann. Das kriegen wir hin. Dann fahre ich mit der Class 20 RF oder Class 20 RF wieder zurück zum Depot. Nachdem ich alles nochmal abgekoppelt habe. 3710 Punkte. Gerade wieder zugemacht automatisch, ne? Das ist ja der Wahnsinn. So, passt unser Weg denn jetzt? Da halten, um dann hier wieder irgendwie hinzufahren. Naja. So, Bremsen gelöst. Dann kann es jetzt wieder vorwärts gehen. Erstmal wieder Richtung
dem Wagenreparatur Nebengleis. Da gibt es dann nochmal, boah, keine Ahnung wie viele Punkte. Allerdings sollten die Punkte ausreichen, um dann auf die Goldmedaille zu kommen. Da bin ich plötzlich etwas zu schnell unterwegs. Aber gut, passiert. Erstmal bemerkbar machen. Da wird uns ja niemand vor den Zug läuft oder fährt. Wenn doch was passiert, dann kann er nicht sagen, er wurde nicht gewarnt. Schon mal wieder jetzt auf Rückwärtsgang eingestellt. Dann gucke ich noch mal, ob alles hier richtig ist. Das geht jetzt nach hier. Das sieht doch alles gut aus. Kann man es lösen? Dann Abfahrt zum Thornaway-Depot. Ich glaube, das war sogar das letzte Szenario mit Rangieren, glaube ich, oder wo es pures Rangieren war. Ich weiß zumindest noch, dass es auf alle Fälle danach nochmal ein Szenario gibt mit der Class 2-0 RF. Aber was das genau für eines ist, das werden wir uns ja gleich nochmal gemeinsam anschauen. Alle Fälle genügend Punkte für die Goldmedaille, die sind sicher. Und ja, die sind bereits erreicht, das heißt, die Goldmedaille ist sicher. Den Nacken komplett verspannt noch von dem falschen Liegen vor 2 Tagen. Echt nicht angenehm gerade. Perfekt, gut gemacht, danke für die Hilfe. Schalten Sie alles im Führerstand ab und steigen Sie aus, um diese Aufgabe abzuschließen. Lokbremse auf 100, Zugbremse auf Notbremsung und neutral und aus. Generalschlüssel, ups. Generalschlüssel raus. Und dann steige ich aus der Lokomotive aus. Jetzt steht mir unlocked CL20T's Yard Turnaround. Ja, gab gut Punkte. Was ist gut Punkte? Es sind wenig Punkte, wenn man. Es ist ein Fünftel der Punkte, die man beispielsweise auf Rapid Transit bekommen kann. Ja, das war das Szenario Shopperwechsel. Zeit benötigt dafür 32 oder 33 Minuten.
Ihr werdet es wahrscheinlich in kürzerer Form bekommen. Zur korrekten Entfernung 2,6 Meilen, 821 Yards gelaufen. Und 4990 Punkte gab es und dementsprechend auch noch die Goldmedaille. Und wie bereits gesagt, wir gucken uns nochmal kurz gemeinsam an, was das letzte Szenario von den ganzen Szenarien, die auch mitgeliefert wurden, unter anderem durch die Lock-Addons. Das letzte der Szenarien ist Lokführer ablösen. 45 Minuten soll das Ganze dauern, 4 von 5 Schwierigkeit, 3650 Punkte für die Goldmedaille. Das Ganze startet in der Tees Yard am 06.06.2021 um 15:30 Uhr bei der Class 20 RF. Ein Zug mit beladenen HEA-Wagen fährt zum Red Car Eisenerz Terminal zum Entladen. Sie wurden geschickt, um den vorherigen Lokführer abzulösen, da er Feierabend hat. Alles klar. Und das erwartet uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann hier wieder um die Szenarien geht, hier auf der Tees Valley Line. In Trains and World 2. Ich hoffe, dir hat's gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Trains and World 2 Video wieder.